Union steht der FC Ingolstadt in der zweiten Liga und es ist vollbracht. Der FC Ingolstadt steigt auf und Mann, was hat diese Mannschaft durchgemacht in diesem Jahr, in den letzten Jahren. Die dritte Relegation in Folge und jetzt haben sie es vollbracht. Der FC Ingolstadt steigt auf. Das ist unser Ole, ole. Ich bin Vicho, Alto! Singen alle im Chor! Ihr habt die schlechteste Abwehr der Welt! Ole, ole, ole! Ihr habt die schlechteste Abwehr der Welt! Schwimmen ist dein, oder? Wir müssen es nicht sehen. Das ist er. Ein unglaubliches Gefühl, ehrlich. Ihr hört selber, mir fehlt die Stimme. Ich freue mich einfach, jetzt diesen Tag zu genießen und ja, alle guten Dinge sind drei, wie man so schön sagt. Ja! Das ist Marcel Gauss! Also ich persönlich freue mich am meisten auf Schalke. Werder Bremen! Das sind einfach geile Spiele! Und ja, Gauseland. Letztendlich, das sind ja Bundesliga-Mannschaften. Und ist so Gauss, von daher so freuen wir uns einfach drauf, was nächstes Jahr auf der Stuhl kommt. Ich glaube, die ganze Liga ist eine Top-Liga. Ich kann das einfach nur, was der Gauss sagt, auf. Unterstreichen. Unterstreichen. Unterstreichen durch das. Sag mal, ist in Österreich so? Ha? Sag mal, sag immer weiter. Ja. Also hier ist einfach ein Flitsch ein. Scheiß Relegation! Scheiß Relegation! Scheiß Relegation! Scheiß Relegation! Absolut, hier sehen wir einen Kollegen.
Erfolg, ich war verletzt, er war immer da, hat Gas gegeben und das macht uns aus als Mannschaft. Für mich persönlich war es wirklich schwer, viel verletzt, Schulter gebrochen, Oberschenkel kaputt, aber am Ende konnte ich der Mannschaft doch noch helfen, meinen Toren und Vorlagen und das ist einfach nur das Wichtigste, dass wir jetzt gemeinsam hier mit den Fans den Aufstieg feiern können. Hallo, Caraio! Bist du deppert, habe ich mir gedacht. Wahnsinn. Also, unglaublich, war ein schwerer Kampf. Nach 20 Minuten dachte ich mir, wo bin ich hier? Aber die Jungs haben nichts aufgegeben, haben dagegen gehalten, haben das wichtige Auswärtstor gemacht. Und von daher, Hin- und Rückspiel war es völlig verdient, dass wir jetzt endlich wieder oben sind. Ja, die Stimmung ist natürlich Wahnsinn. Wir haben hier tausende Fans, die uns begleiten. Und das nehmen wir natürlich alles mit. Und wir genießen den Moment einfach.